Das ist Jenny. Die arbeitet bei uns im Weizmann-Institut, aber diesen Sommer verbringt sie in Tokio als Research Fellow am Riken-Institut. Und ab und an schickt sie Bilder aus Tokio. Und ich? Ich stehe im Keller vom RBB im Berliner Westend. Und eigentlich wäre ich auch lieber in Tokio. Ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich, wenn Leute auf sozialen Medien Bilder von Ausflügen posten. Oder wie sie mit so einem Aperölchen in der Hand in den Sonnenuntergang blicken. Und es sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, irgendwie was zu verpassen. FOMO sagt man dazu, Fear of Missing Out. Und heute wollen wir darüber reden, was das ist und wie man damit umgehen könnte. Im Jahr 2000 taucht der Begriff Fear of Missing Out das erste Mal in einem wissenschaftlichen Text auf. Und das ist der hier. Und dabei ging es darum, Marken aufzubauen, die nur kurz angeboten werden. Das ist im Grunde der Vorläufer von dem, was man heute einen Drop nennt. Kunden hätten ständig Angst, etwas zu verpassen. Das könnte man doch fürs Marketing nutzen. Richtig populär wurde der Begriff aber erst im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien. Da gibt es eine ganze Flut an Studien. Der Begriff ist auch in unsere Alltagssprache eingezogen. Hier ist zum Beispiel so eine Studie und die liefert uns auch eine Definition zu FOMO. Definiert als eine tiefgreifende Befürchtung, dass andere lohnende Erfahrungen machen könnten, bei denen man selbst abwesend ist. FOMO ist durch den Wunsch gekennzeichnet, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was andere tun. FOMO wurde immer wieder in Zusammenhang mit einer problematischen Nutzung von sozialen Medien gebracht. Und hier vielleicht der wichtige Einschub, dass dieser Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und unserer psychischen Gesundheit in der Forschung ziemlich hitzig debattiert wird. Das mache ich jetzt bewusst nicht auf. Wir verlinken euch was, was da tiefer reingeht. Vielleicht nur so viel. Für dieses Grundproblem, dass soziale Medien sowohl Fluch als auch Segen sind, wird gern die Metapher des Meeres bemüht. Also das Meer ist ein gefährlicher Ort. Jedes Jahr gibt es Leute, die da ertrinken, die sich schwer beim Surfen verletzen oder die sich nur einen ordentlichen Sonnenbrand holen. Wir können das Meer aber nicht abschaffen. Wir könnten sagen, dass wir nicht mehr ans Meer fahren, aber ist halt auch irgendwie schön da. Und deswegen müssen wir lernen, mit dem Meer umzugehen. Um in dem Bild zu bleiben, gibt es für FOMO dann eine ganz spezielle Rettungsweste. Und die heißt ganz ähnlich, die heißt JOMO. Das steht für Joy of Missing Out. Also die Freude daran, etwas zu verpassen. Anstatt sich ständig unter Druck zu setzen, alles mitzubekommen, geht es darum, bewusst Dinge zu verpassen und deswegen zufriedener zu sein. Das ist im Grunde schon immer mein Ansatz gewesen für Destination Weddings. Der Begriff JOMO hat vor allem in Lifestyle- und Modemagazinen Karriere gemacht. Die Vogue schrieb darüber und die Brigitte auch. In der NZZ war zu lesen, dass JOMO nun in der Mode angekommen sei, weil Kim Kardashian auf einem Foto eine Jogginghose trug. Wenn so ein Begriff oft genug in Lifestyle-Magazinen erwähnt wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch wissenschaftliche Arbeiten dazu erscheinen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. JOMO ist ja kein theoretisch hergeleiteter Begriff, sondern kommt halt aus so einer Gegenwartsbetrachtung. Und in der Wissenschaft tauchen solche Begriffe dann erstmal in eher nischigen Zeitschriften auf. Hier ist zum Beispiel ein Artikel, der untersucht, wie man JOMO vielleicht messen könnte. Der ist erschienen in Telematics and Informatics Reports, da habe ich wirklich noch nie was von gehört. Oder der hier. Da haben sich 11 Leute, ich wiederhole 11, zusammengetan, um ein Social Media FOMO to JOMO Framework zu erfinden. Die versuchen jetzt also diesen Lifestyle-Begriff zu verwissenschaftlichen, auch weil sie gleichzeitig Mindfulness-Seminare verkaufen. Und was erzählen die so? Wir nutzen soziale Medien, um Bedürfnisse wie Verbundenheit, Unterhaltung oder Selbstdarstellung zu befriedigen. Und oft passiert das hirnlos. Man liegt gelangweilt auf dem Sofa, scrollt durch diesen endlosen Feed und bekommt statt Entspannung FOMO. Weil das Leben der anderen halt aufregender ist. Es postet ja auch niemand, dass man auf dem Sofa liegt und scrollt. Ihr Vorschlag deswegen, mehr Achtsamkeit im Umgang mit sozialen Medien und das in 3 einfachen Schritten. Erstens, Bewusstsein schaffen. FOMO entsteht meist durch passiven Konsum. Deswegen, bevor man weiter scrollt, innehalten und wahrnehmen, wie man sich gerade fühlt, ohne das zu werten. Zweitens,
Einsicht gewinnen. Was erhofft man sich vom Scrollen? Verbundenheit oder Ablenkung? Sobald man das erkennt, kann man bewusster entscheiden, wie man soziale Medien nutzt. Und drittens, handeln. Bewusste Entscheidungen treffen, Accounts entfolgen, die Stress verursachen, Nutzungszeiten reduzieren und sich auf sinnvolle Verbindungen konzentrieren. Wir haben ja mal ein ganzes Video zur Resonanztheorie gemacht. Das hier ist im Grunde das Gleiche, in ganz, ganz klein für soziale Medien. Nicht verzichten, sondern bewusster konsumieren. Das ist jetzt alles keine revolutionäre Erkenntnis und Jomo wird, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, auch kein wichtiges wissenschaftliches Konzept werden. Aber hin und wieder die eigene Social-Media-Nutzung zu hinterfragen und dann sinnvollere Inhalte wie diese hier zu konsumieren, das ist jetzt offensichtlich kein total falscher Vorschlag.